kein angegrenzter Knoten. Kostet das ein? Ach, wir müssen diese Zwischenknoten auch noch kaufen, die uns aber im Endeffekt nichts geben. Oh. Oh, okay. Machen wir. Oi, so läuft das. Also werden wir wahrscheinlich viele Knoten brauchen für die ganzen Upgrades. Alright, das machen wir dann. Wohin jetzt mit mir? Sieht jetzt aus wie ein Wartezimmer für die Züge. Hm. Hey, ich darf jetzt auch mal Zug fahren. Juhu. Ich komme nur nicht da hoch. Jetzt. Ja, ich würde ganz gerne einmal zur Krankenstation. Kapitel 1. Neuzugänge. Abgeschlossen. Speichern? Ja. Hallo? Alles in Ordnung, McCoy. Er ist hier. What? Du brauchst keine Angst zu haben. Okay. Hallo? Ich wusste, du würdest kommen, wie du es gesagt hast. Ich habe das hier für dich aufbewahrt. Kann ich jetzt gehen? McCoy will mich zum Shuttle bringen. Pff, diese Animation. Chinesenmodul. B. Chinesen, um Objekte zu bewegen. Oh, wir haben jetzt die Macht. Unser Chlorianer Wert oder wie das heißt, hat sich gestiegen. Wir haben jetzt so. Wir haben halt echt die Macht. Wer. Yo! Können wir das die ganze Zeit einsetzen? Das ist eine coole Fähigkeit. Okay, Dankeschön dafür, für das chinesische Modul. Oh, da ist einfach nur dunkle Leere. Da haben wir nochmal einen Shop. Gibt der jetzt was anderes? Ist das jetzt ein anderer Shop mit anderen Sachen? Nö, ist genau dasselbe. Medikit, ein bisschen Munition, Plasma-Cutter, etc. Guck mal, der Plasma-Cutter, das haben sie so gemacht, der kostet 0. Nee, warte mal, hä? Aber wenn wir den verkaufen, kriegen wir 5000. Kostet aber 0. Das heißt, wenn wir den die ganze Zeit verkaufen und dann wieder kaufen, kriegen wir immer wieder 5000. Aber ich glaube, das funktioniert nicht. Ich verkaufe nicht meinen Plasma-Cutter. Ich gehe das Risiko nicht ein. Jetzt können wir. Boah, das. Also, das mit der Macht ist jetzt schon krass. Guck mal, aber wie lässig mit einer Hand so. Ja, überhaupt gar kein Problem. Nehmen Sie Schemata auf, um den Shop Objekt hinzufügen. Ah. Schema. Flammenwerfer. Download im Shop. Ach, wir können Sachen für den Shop freischalten. Die müssen wir aber erst finden. Jetzt den Flammenwerfer, okay. Ja, Flammenwerfer klingt schon mal gut. Aber ich habe aktuell gar keine Credits mehr. Warte, da steht das eigentlich ganz gut. Das tun wir auch mal zur Seite. Ja, komm. Ja, sehr schön. Boah, schreckt mich nicht so. Wir wurden angegriffen. Kendra ist tot. Gerade war sie noch hier und dann... Ich kann nicht glauben, dass ich sie verloren habe. Wie, die ist tot? Wir können das noch schaffen. Bringen Sie mir die Codes von der Rig des Captains und dann suchen wir Nicole.
Die Crew hat die Tür zum Erste-Hilfe-Flügel verbarrikadiert. Sie müssen sie sprengen, wenn sie zum Leichenschauhaus wollen. Besorgen Sie sich Thermit in der Medikamentenausgabe und ein Schockpad aus der Zero-G-Therapy am Ende des Flurs. Mit diesem Rauschen ist die Kommunikation zwecklos. Was ist das denn für ein Raum? Warum ist hier so überall Fliegen und alles? Und warum ist das braun? Warum leuchtet das so braun? Einfach überall Fliegen. Speichern! Aber nicht die eine ist tot, ne? Sondern wer jetzt? Weil er hat jetzt von zwei Frauennamen gesprochen. Eine hat da irgendwie verloren, die ist irgendwie tot, sagt er. Und die andere sollen wir suchen, aber wer ist jetzt wer? Ich weiß jetzt nur von einer Frau und das war die, die ja auch in dem Video immer drin war, wenn wir gesprochen hatten. Ich weiß jetzt nicht, wer tot ist. Er hat von zwei Frauen gesprochen, aber ich erinnere mich nur an eine. Öffnen. Nee, warte mal. Nur da lang? Nö. Da gehen wir hier lang. Wenn wir hier nicht lang müssen, gehen wir erstmal hier lang. Momo? Bist du das? Ich helfe mal, nur um sicher zu gehen. Ja, das ist nicht normal. Nee, das ist nicht normal. Aufheben, wie mache ich das? Warum geht das nicht? Jetzt haben wir es aufgenommen. Ja, also sind das echt Menschen, die irgendwie infiziert wurden? Vielleicht ist das ja auch wie bei Venom, dass das Symbionten sind. Wisst ihr, was ich meine? Die den Mensch als Wirt benutzen, um zu überleben. Aber selber die Kontrolle halt über diesen Körper bekommen. Kinese. Verwenden Sie Kinese bei schweren Objekten, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind. Zeig ich mal, das da? Wow! Boah, dagegen ist Yoda gar nichts. Leute, einen Moment. Manchmal hat meine Waffe irgendwie Schießhemmungen. Manchmal drücke ich ab und da kommt nichts. Was ist das hier? Das sieht aus, als würde es explodieren. Keine Ahnung, was das ist. Irgendwie braucht es Strom. Aha. Also 1 und 1 kann ich noch zusammenzählen. Ja, okay. Jetzt haben wir das hier aktiviert. Aha. Oder, was ich jetzt gerade auch mal sehe, kann es sein, dass die hier... Weil wir sind ja im Weltall und da denken wir ja die ganze Zeit so. Also ja klar, die Erde ist auch im Weltall, ne? Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Also wir sind im All. So, ne? Atmosphäre los und so ein Zeug. Und da denken wir die ganze Zeit an Aliens, Symbionten, die den Mensch als Wirt benutzen, etc. Pipapo, ne? So Venom-mäßig denken wir. Aber was ist, wenn hier einfach nur ein Experiment gemacht wurde? Also von Menschen selber, dass die Menschen hier Experimente gemacht haben und dass das dabei rausgekommen ist. Ich wollte mal gucken, wie der Nahkampf so ist. Also wenn man es vermeiden kann, dann sollte man, glaube ich, den Nahkampf wirklich komplett sein lassen. Wenn wir das vermeiden könnten, wäre, glaube ich, optimal. Ist nur für einen Notfall. Boah, was steht da? Was steht da?
Fiddles? Infiddles? Infidies? Infiddles? Ist komisch. Das sieht alles so labormäßig aus, ne? Dass die Experimente vielleicht durchgeführt wurden. Was ist das hier eigentlich immer mit dieser Stage Station? Ja, am coolsten finde ich aktuell diese telekinetische Fähigkeit. Das ist mein absoluter Favorit. Speichern. Yes. Ob wir da auch gegenschlagen können? Ja, auch wieder, wenn man sich das mal anguckt, was hier alles so an der Wand geschrieben ist. So put it back. Irgendwie sowas. The marker will save us? Ey, hier ist ganz, ganz weirdes passiert. Sehr, sehr horrormäßig. Also diese Schriften an der Wand, das gibt mir so, weiß ich, so Outlast-Vibes oder so. Warnung, erhöhte Strahlung. Okay, da gehen wir nicht rein. Irgendwo. Okay, das ist anscheinend in Dead Space so ein Ding, dass du keine HUD hast, aber dafür siehst du anhand deiner Rüstung so deine ganzen Infos, Luftstatus oder dein Lebensbalken. Da könnten wir uns eigentlich mal ein Medikit gönnen, ein kleines. So. Oh, hallo. Jo, boah, das sieht krass aus. Okay, das ist einfach nur ein Bild, aber es sieht krass aus. So, bitte die Tür wieder schließen. Ihre Schwerkraftstiefel werden einspringen, wenn sie einen schwerelosen Bereich betreten. Was haben wir denn für eine coole Rüstung an? Also, wir achten mal auf unser Lebensbalken. Also, man könnte sagen, ein Balken füllt das auf. Ja, dann lass uns nochmal einnehmen. Also, ja, ein Balken. Wir sehen ja, hier sind so zwei. Ich würde sagen, das füllt zwei Balken auf. Und hier sehen wir drei. Das wird wahrscheinlich drei Balken auffüllen. Aber Munition geht's uns gut. Hallo? Schwerkraft. Deaktivieren. Ui. Zero-G-Sprung? Wow! Wow. Wow, okay. Für 2008. Super, klasse. Es ist nur gerade sehr verwirrend. Also so funktioniert der Sprung. Okay, der ist von der Technik her ganz gut gestalten. Wie komme ich an so Objekten ran? Guck mal, da fliegen jetzt... Wieso kann ich nicht mehr springen? Ich konnte auch hier so einen Sprung machen. Warum geht der nicht mehr? Genau, und dann Y. Aber... Hä, warum geht das nicht mehr? Ah, jetzt klappt's. Ach so. Ach, weil wir da nicht hinspringen konnten. Deswegen nicht. Das explodiert. Was ist eigentlich unsere Aufgabe aktuell? Da hochzukommen, oder was? Ich versuche mal da hinten hochzukommen. Okay, daran muss man sich gewöhnen, aber... Es ist gut bisher. Über uns. Hier müssen wir hin. Nee, warte mal. Er zeigt hier irgendwie hin. Wir haben ja überall diese Stromdinger in der Luft.
Aber wir können halt nicht in der Luft schweben. Und wir müssen die aber da rein tun. Ich schätze mal, wir müssen hier hin. Dafür brauchen wir einen von den Teilen. Okay, wie komme ich da hinten hin? Schade, manchmal geht das nicht, sich dahin zu dahin schweben zu lassen, wo wir hin müssen. Ach, ich weiß, wie wir das machen sollen. Mit unserer telekinetischen Fähigkeit. Aber ich habe die Orientierung verloren. Wo war das? Da. Nein, das will weg. Bleib hier. Okay, das war einfacher, als ich gedacht habe erst. Ende der Schwerelosigkeit. Okay. 1000, noch mehr Plasmaenergie. Puh, ich habe bald so viel, da könnte ich echt noch ein paar von meinen Munitionsvorräten verkaufen. Das sage ich jetzt und nachher kommen sie alle. Gut, Sie haben ein Schockpad. Benutzen Sie das jetzt zusammen mit dem Thermit, um die Barrikade hochzujagen. Scheiße, ich kann auch mehr kaum hören. Durch die Luftschächte. Seien Sie vorsichtig, Alter. Schwerelosigkeit. Oh oh. Der springt einfach hier hin. Der greift immer noch an. Jetzt habe ich so auf den Körper getroffen. Also gut, dass wir doch noch so viel Munition haben. Aber man muss echt gucken, dass man die Arme trifft. Oder die Beine. Bei ihm in dem Fall die Arme. Er hat keine Beine mehr. Wow. Jetzt müssen wir wieder zur anderen Seite, oder? Was ist das da? Kann ich da auch rein? Nee, ich glaube, das ist das, wo ich schon mal reingehen wollte. Aber das ging nicht. Wir müssen mal gucken. Hier hoch. Und dann wieder drehen und... Oh, das ist... alles so über Kopf und allem. Wir sind aber richtig. Ende der Schwerelosigkeit. Jetzt sind wir wieder hier. Wir sollen einfach wieder nur zurück. Oh, Gegner. Sehr gutes Detail. Dass alles so abgedämpft ist. Aber unsere Stämpfe sind die heftigsten. Bam. Das klingt halt so, als wären wir Hulk. Als würden wir hier, als würde Hulk hier rumlaufen. Da darf ich immer noch nicht rein, ne? Aber ich glaube, da will ich auch gar nicht rein. Da ist die Strahlung zu hoch. Aber hier steht auch wieder erhöhte Strahlung. Aber dafür haben wir ja unser Anzug an. Ne? Also halb so schlimm. Ja, also wir müssen echt wieder einfach zurück. Okay. Das ist ein bisschen seltsam für Spiele, heutzutage zumindest, dass man auf normalem Weg wieder zurück muss. Ich glaube, die haben halt darauf angelegt, dass man hier die Monster in dem Fall jetzt auf dem Rückweg besiegen muss. Wart mal darauf, dass die hier hochkommen. Ansonsten snipe ich die von hier oben weg. Ich glaube, den haben wir dadurch besiegt. Unsere Waffe hat eine sehr gute Genauigkeit. So, da sind wir. Ja, eben den Loot einsacken. Die haben ja immer irgendwas damit.
Credits oder Munition, pipapo. Das heißt, es lohnt sich, die Monster zu besiegen. Hallo? Was war denn jetzt mit ihm? Oha. Ja, also es ist... Oh, Schema. Impulsprojektile. Das ist wahrscheinlich für die Impulswaffe. Das heißt, wenn wir uns eine Waffe kaufen, dann wahrscheinlich erstmal die Impulswaffe. Ein Energieknoten. Huch. Boah. Ich konnte nicht schießen. Ich hab fünfmal losgeschossen. Es ging nicht. Okay. Oh, wir müssen uns ein Medikit geben. Aber oh, wie viele fehlen? Drei. Können wir uns eigentlich so ein großes geben, ne? Aber ich gebe mir mal ein kleines, um einfach nochmal zu checken, ob das wirklich zwei Balken sind. Ja. Zwei Balken. Okay, das heißt, wir hätten uns im Endeffekt auch ein großes geben können, aber das reicht jetzt erstmal. Ich lasse es so. Aber wir müssen die erst... Ach, wir müssen die erst im Shop benutzen, die Chemas. Solange bleiben die erstmal im Inventar. Wir müssen die erst hochladen. Ich verstehe das manchmal nicht, dass ich manchmal nicht schießen kann. Ich ziele auf die und drücke ab, aber dann schieße ich viermal, aber da kommt nichts. Hat man jetzt gerade, das war ein sehr gutes Beispiel. Hat man jetzt gerade bemerkt. Ich habe da mehrmals versucht drauf zu schießen auf das Monster, aber es ging nicht. Es fühlte sich so ein bisschen an, als wäre meine Munition alle. Ich hatte aber noch 5 Schuss im Lauf. Da darf ich nicht rein, da ist so viel Loot. Warte mal, bitte einen Energieknoten zum Überbrücken des Schlosses verwenden. Echt jetzt? Einen Energieknoten soll ich jetzt dafür benutzen? Textlog. Dr. Warwick. Chief Psych Officer. Also wir lesen das jetzt mal. Vielleicht erfahren wir was über den Vorfall hier. Bericht über psychiatrische Beobachtung. Patient Harris B. Arbeiter. Harris schläft jetzt. Allerdings erst nach Verabreichung eines weiteren starken Sedativums. Ohne die medizinischen Hilfsmittel scheint er tatsächlich nicht schlafen zu können. Ganz egal, wie ausgeprägt der Wunsch ist, wach zu bleiben. Erliegen die meisten Menschen nach mehr als 50 Stunden ohne Schlaf oder Erschöpfung. Nicht so Harris. Seine Schilderung der Ereignisse in der Kolonie ist ebenfalls merkwürdig und deutet auf gleiche Paranoia hin, die wir bereits andernorts auf dem Planeten feststellen mussten. Seine Schuld steht außer Frage. Zwei Sicherheitsoffiziere waren anwesend, als er Dr. Sclarello als Geisel nahm und Schwester Evans ermordete. Er bereut seine Taten allerdings auch nicht. Er besteht vielmehr darauf, dass kein Verbrechen vorliegt und er verspürt keinerlei Schuld. Sein Verhalten ist zwar das eines klassischen Soziopathen, doch weist Harris darüber hinaus keine weiteren typischen Symptome aus. Er ist umgänglich und freundlich, zeigt Einfühlungsvermögen und äußert seine Meinung. Befragt man ihn jedoch nach dem Mord, zieht er sich zurück, wird unnachgiebig und zeigt schizophrene Verhaltensweisen. Er leidet zudem periodischen Abständen an Halluzinationen, die wiederum jenen anderen Kolonisten ähneln. Harris behauptete, er habe den Doktor bedroht, weil er wollte, dass die Träume und Fratzen weggehen. Dass er wieder töten würde, um es wieder ganz zu machen. Ich habe allerdings noch nicht herausgefunden, was das bedeuten könnte. Frag mich nicht. Ich weiß auch nicht. Ach so, ja, komm, mach. Ich will wissen, was dahinter ist. Ich hoffe, das lohnt sich. Ja, Plasma-Energie. Es lohnt sich jetzt nicht, weil Munition haben wir genug. Bitte lass jetzt nicht nur Munition hier sein. Credits, okay. Ja, ein großes Medipack.
Ein Audiolog. Sie haben da unten was gefunden, richtig? Ja, wir haben was gefunden. Dann stimmt es also, was in den Texten steht, die ganze Zeit. Da wäre ich mir nicht so sicher. Von dem, was ich gesehen habe, war nichts göttlich. Wir müssen es in uns aufnehmen. Wir sind die ersten Zeugen. Matthias lässt keinen in die Kolonie runter. Sie steht unter Quarantäne, bis wir mehr wissen. Zur Hölle mit Matthias. Gerade er sollte wissen, dass das hier größer ist als er oder die Operation oder die ganze Firma. Das ist unsere Erlösung. Reißen Sie sich zusammen. Da unten sterben Menschen. Nur die Wertlosen und die Ungläubigen. Aber ich bin gläubig. Sind Sie gläubig, Terence? Na? Oha. Das war's. Wir haben anscheinend ein sehr wertvolles Objekt gefunden hier auf dem Tisch, das wir gegen Credits eintauschen können beim Shop. Wir sind jetzt auch sowieso voll, oder? Inventarmäßig. Wir können nichts mehr einsammeln. Das heißt, wir müssen unbedingt mal zum Shop. Dass wir dann 3 Slots wieder frei machen. Wie bitte? Ne, das ist irgendwie blöd. Boah. Was machen wir denn mit denen? Die springen ja auf ein. Da kommen noch mehr. Können wir die anders besiegen? Einfach im Nahkampf? Oh, 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 die sind ja übelst schlimm. Boah, das kostet halt mega viel Munition, aber ist eigentlich gar nicht so schlimm. Wir haben genug. Diese Teile springen auf einen und versuchen einen somit anzugreifen. Indem sie einen auslutschen oder so. Gar nicht gut. Die sind neu. Also bisher hatten wir eigentlich immer nur die eine Art von Gegner. Auch wenn sie ein bisschen anders aussah. Ja, wir hatten mal so einen, der uns anspringt. Wir hatten mal etwas größere. Aber im Endeffekt war es so immer dieselbe Art von Kreatur, könnte man sagen. Aber das war jetzt ja mal was ganz anderes. Wo ist denn das hier? Wertvolle elektronische Komponente im Shop verkaufen, um Credit zu erhalten. Das war's. Ja, wir haben 11.000 Credits. Wir könnten wieder einen Energieknoten holen. Kann man immer einen holen für 10.000 dauerhaft? Puh. Also Energieknoten ist schon cool. Jetzt ist aber die Frage wegen den ganzen Waffen. Ja, also Flammenwerfer wäre wahrscheinlich sehr gut gegen diese kleinen, jetzt wo wir die entdeckt haben. Ein Impulsgewehr ist wahrscheinlich mega strong, aber ich glaube, das verschießt so viel Munition. Impulsprojektile. Ja, okay, wir bekommen jetzt aber auch 25 für 1000. Boah, schwer. Ich warte jetzt noch einmal. Ich kaufe jetzt gerade mal gar nichts. Ich behalte jetzt erstmal noch die Credits und wir gehen dann erstmal weiter. Ja, den Rest behalten wir alles. Ich meine, wir haben jetzt 3 Slots noch frei im Winter. Okay, anscheinend sogar 4. Wo müssen wir hin? Da lang. Gut, danke schön. Credits, einfach hier auf dem Boden. 3000. Boah, 3000? Nicht schlecht. Ja. Forschungsflügel. Alle Waffen verfügen über einen alternativen Feuermodus. Das bekomme ich jetzt erst? Wo ist der Unterschied?
Dass wir schräg schießen oder senkrecht? Senkrecht und waagerecht? Wo ist jetzt der Unterschied? Oh oh. Was sind da für Geräusche? Setzen Sie Stats ein. Ach ja, danke nochmal für die... Boah, geht die Tür schnell zu. Hilfe, ist das eine aggressive Tür. Hauptlabor. Jetzt kommen wir zu einem interessanten Gebiet. Hauptlabor. Okay, hier sieht man so grafisch diese Unterschiede von heute. Was einem als erstes auffällt, ist so dieses Licht. Also heute hast du halt viel dunkler in erster Linie. Es ist viel dunkler. Also es ist halt, oder es ist halt ein beleuchteter Raum, aber du hast halt alles hier so grell beleuchtet. Das hast du heute nicht mehr. Heute hast du auch, was hier fehlt, sind Umgebungsschatten. Hier bei dem Mülleimer zum Beispiel. Ne? Der Mülleimer wirft zum Beispiel gar keine Schatten. Also viele Umgebungsschatten, die wurden hier nicht reingebracht. Quarantäne wurde aktiviert. Ja. Also ich habe jetzt den alternativen Feuermodus an. Okay, der ist besser, muss ich sagen. Also den alternativen Feuermodus, den wir jetzt haben, den senkrecht, den waagerechten, den finde ich tatsächlich besser. Aus dem Grund, ja, weil wir damit halt besser zielen, also besser treffen können, ne? Die Schwachstellen. Das funktioniert viel besser. Ich höre noch ganz viele. Ich weiß nur nicht, wo die sind. In den Lüftungsschächten wahrscheinlich. Greifen die auch noch an, oder? Hallo? Ich glaube, die finden den Weg gerade nicht. Die haben sich verlaufen. Komme ich da irgendwie rein? Indem ich irgendwas irgendwo drauf schieße? Sieht schlecht aus. Da würde ich sehr gerne rein, aber wir laufen erstmal weiter. Hier ist gerade so eine Hektik-Mektik. Überall Alarmgeräusche. Ey, 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 ey. Du bleibst liegen. Ich glaube, wir gehen gleich nochmal zurück, aber schauen wir erstmal, was wir machen können. Oh, oh. Was ist das hier? Zum Speichern? Nee. Diese Station, die ich bisher nicht gecheckt habe. Ich glaube, ich weiß aber, was die Station macht. Wow! Nachladen, nachladen. Nein, das wollte ich gar nicht. Oh oh. Wir müssen Abstand gewinnen. Quarantäne aufgehoben. Das waren jetzt viele Gegner auf einmal. Also 4 Stück oder so. Das war nochmal ein neues Level. Dann nehmen wir auch gleich mal ein mittleres Medikit. Sind wir ja so gut wie voll. Und dann will ich erstmal nach oben. Denn ich hoffe mir, dass die Tür da hinten jetzt auf ist. Also zugänglich. Die war wahrscheinlich zu wegen der Quarantäne jetzt hier. Diesem Quarantänenstatus. Ist immer noch verschlossen. Ich finde den Raum so interessant. Ich. Guck mal, was liegt denn da? Da unten liegt auch nochmal was. Das steht ja den Hauptlabor auch wieder, ne? Ja. Kann auch sein, dass wir da später erst reinkommen, aber dieses Fenster hat halt hier so einen Schlitz da
habe ich die ganze Zeit das Gefühl, dass wir irgendwo drauf schießen müssen, damit die Tür sich öffnet. Aber ich finde da nichts. Vielleicht mal auf der anderen Seite gucken? Ah ne, da ist nichts, okay. Ich wollte eigentlich hier dieses, das hier wollte ich mal ausprobieren. Also wir setzen das mal ein. So, jetzt sehen wir ja auf dem Rücken, der Balken ist leerer geworden. Ah ja, okay, hat sich meine Vermutung bestätigt. Heißt, wenn wir hier rumschießen, hinten ist jetzt im roten Bereich. Und hier können wir wieder aufladen. Hä? Ah, jetzt geht's. Warte, eben ging's nicht. Aber das hat einen Cooldown, kann das sein? Wir müssen erst warten, bevor wir das wieder benutzen können. Anscheinend. Okidoki. Dann gehen wir hier mal rein. Hallo. Ein Videolog sogar. Was in Gottes Namen geht da unten vor sich? Ich glaube, das trifft es ganz gut, Doktor. Gottes Werk. Ich bin mir nicht sicher. Wir müssen annehmen, dass die Probleme der Kolonie in irgendeiner Weise mit dem Marker zusammenhängen. Sie können annehmen, was Sie wollen, aber lassen Sie mich daraus. Der Marker ist ruhmvoll und göttlich und Sie, Sie wissen das. Gottes Wege sind rätselhaft. Wie dem auch sei, wir werden ihn morgen an Bord haben. Dann können Sie ihn analysieren, wie Sie wollen. Warum so beunruhigt? Beunruhigt? Captain, da unten sterben Menschen. Sie töten einander. Ist dieser Irrsinn die Transformation, die Unitology uns lehrt? Doktor Terence. Wenn viel auf dem Spiel steht, ist die Gefahr immer groß. Und hier ist sie gigantisch. Alles könnte sich verändern. Genau das beunruhigt mich. Ich konnte Jürgens endlich überzeugen, mir den Videofeed von der Kolonie zu zeigen. Und was ich gesehen habe, war unvergleichbar, atemberaubend. Die Bergarbeiter wurden zu etwas Außergewöhnlichem. Ich muss mehr darüber wissen. Und selbst wenn der Gläubige in mir einer von ihnen werden will, will meine wissenschaftliche Seite ihre Geheimnisse lüften. Ich muss einen dieser Nekromorphen, wie Kain sie so nüchtern nannte, untersuchen. Ich muss diese Infektion aus erster Hand erleben. Vielleicht bei diesem Patienten aus der Kolonie. Was ging denn hier auf dem Schiff ab? Leute, was macht ihr denn? Boah, wir so viel Plasma-Energie, zeig mal. Also, im Endeffekt haben wir 75... 88... Patronen. Boah. Biological Prosthetics Center. Okay. Das Zeug haben wir, glaube ich, in den Beinen. Oh, hallo. Ich würde an ihrer Stelle aufpassen, dahinter ist... Oha. Was ist das? Boah, das ist cool. Guck mal da, so Baby. Ich sag ja, hier wurden irgendwelche Experimente gemacht. Nix Aliens oder wir sind die Aliens. Die Monsters. Guckt mal. Boah, da will ich rein in den Raum. Zeig ich mal. Vor allem nach der Aktion hier sag ich, ich will hier rein in den Raum. Das sind voll die großen Babys. Die sind ja riesig. Warte mal, ich brauche eins fürs Thumbnail. Jo, perfekt, dankeschön. Jo. Da ist eins. Boah, ist das aggressiv. Er hat aber einen Lebensbalken abgezogen, ne? Ey, das ist aber auch eine aggressive Kreatur. Ich weiß gar nicht, wie wir das verhindern können, dass die einen anspringt. Ich glaube, wir müssen schnell genug auf ihn schießen. Hm, wo ist der Kopf hin? Plasma-Energie.
Was ich mich auch frage ist, sobald wir eine andere Waffe gekauft haben, bekommen wir auch deren Munition? Weil aktuell bekommen wir ja nur Plasmaenergie. Keine andere Munition. Hä? Ah, den haben wir besiegt. Den haben wir auch besiegt. Ach so. Einfach draufschießen, bis die besiegt sind. Und aufpassen, dass die einen vorher nicht anspringen. Das ist gut, dass wir immer wieder mal neue Kreaturen zu Gesicht bekommen. Das bringt Abwechslung rein. Und Spannung. Erst haben wir die ganz normalen Kreaturen gehabt. Dann hatten wir so kleine, die in einem ganzen Schwarm angegriffen haben. Und jetzt solche ganz creepy Kreaturen. Auch noch so aggressiv. Oh, da ist doch wieder so ein Energieknoten drin, genau. Okay. Hört euch das hier mal an. Das hier links geht ja noch, ne? Das sieht auch ein bisschen komisch aus mit diesen ganz langen Armen. Aber das rechts sieht ja noch bekloppter aus. Also das links geht ja, aber das rechts... Guck mal, da sind die Oberschenkel und... Hä? Die Oberschenkel nehmen ja den ganzen Körper ein. Wie kriege ich das auf? Hauptlabor. Ach, das ist jetzt die Seite. Wir sind in dem Raum, in dem ich die ganze Zeit rein wollte. Okay, das Thermit, das Sie gefunden haben, sollte sich durch die Barrikaden fressen können. Benutzen Sie das Schockpad, um es zu zünden. Ich hoffe, ich kann die Stellung halten. Ich höre da nämlich was Großes kommen. Diese Sprachnachrichten immer, also die Unterhaltung immer. Ich höre irgendwas Großes kommen. Jetzt auf einmal geht's auf. Alles klar. Jetzt auf einmal geht's auf. Ganz kurz, wir gehen nochmal runter. Da ist nämlich ein Raum, den habe ich noch nicht abgecheckt. Das ist der hier, glaube ich. Da würde ich einmal ganz gerne rein. Vielleicht finden wir da noch einen Knoten. Und zwar der hier. Hier waren wir noch nicht drin. Plasma-Energie? Haben wir ja nicht genug von. Ey, unser ganzes Inventar ist voll mit Munition. Wir haben jetzt über 125 Schuss. Wie, jetzt Plasma-Energie drin? Oh, Plasma-Energie. Ich glaube, ich vertick die jetzt bald echt mal. Also falls unser Inventar zu voll davon wird, dann muss ich die verticken. Ja, jetzt können wir hoch. Ich glaube, das machen wir auch. Ganz ehrlich. Ich glaube, wir verkaufen ein oder zwei Stacks und dann holen wir uns eine neue Waffe. Was sagt unser Koordinatensystem? Unser Wegweiser? Meint, er sagt uns, wir sollen einmal wieder zurück. Alt. Ich will nicht wissen, was passiert, wenn man versucht, da einfach so durchzulaufen. Der ist besiegt. Ich habe ein paar Mal auf den Bein geschossen. Das ist einfach, da habe ich erst so gedacht, hä, wie, keine Reaktion. Schießt ja gefühlt dreimal auf den Bein und nichts passiert gefühlt. Aber hat ja dann doch am Ende was gebracht. Und ganz ehrlich, ich kann ruhig schießen, wie ich will aktuell. Munition ist da. Da brauchen wir nicht sparen. Gefällt mir mal. Gefällt mir. Das ist eine riesige große Abwechslung im Gegensatz zu The Evil Within 2 oder so, ne? Wo du gucken musst, dass du irgendwie mit deiner Munition auskommst. Und hier kannst du schön mal loslegen, Termit.
Yo. Wo ist der Shop? Der Shop ist da. Mal gucken, ich glaube 20.000 müssten wir haben, oder? Ja. Yep. Ju, dann ich würde sagen, einen Energieknoten und eine neue Waffe. Ich würde ja am liebsten den Flammenwerfer nehmen. Aber jetzt ist die Frage, kriegen wir da irgendwie, woher kriegen wir die Munition dafür? Ich weiß, dass wir Zugang zu Impulsmunition haben. Ist jetzt nicht meine Favorit, den ich nehmen würde. Würde ich sogar eher noch die Strahlenkanone nehmen. Ja, vielleicht bin ich da ein bisschen voreilig. Ich nehme sie mal. Ist auch das günstigste. Wir haben immer noch 14.000. Ich glaube, dann verkaufen wir ein Stack von Plasma-Energie. Ja, der verkauft halt den ganzen Stack. Oder vielleicht sogar noch einen. Und dann kaufen wir uns Impulsprojektile. Damit wir die mal ausprobieren können, auch direkt, ne? Oh, das sind 25. Mal schauen. Wir holen uns mal ein Stack. Und wir holen uns einen Energieknoten. Yes. Das war's. Schauen wir einmal unser Inventar an, wie das aussieht. Oder auch nicht. Rote Waffen sind modulär. Wie kann ich die denn wechseln? Steuerkreuz? Okay. Ui, also vom Aussehen her gefällt mir die. Yo, können wir da auch wieder wechseln? Was ist passiert? Was macht der? Wow. Okay. Also, so langsam finde ich doch Gefallen an der Waffe. Ich habe aber das Gefühl, wir haben schon ordentlich Munition verballert. Aber wir haben jetzt auch noch einiges im Magazin. Drei Slots frei. Okay, was ist das hier? Luftkanister. Okidoki. Ich spiele mal mit der hier. Ich glaube, die Waffe ist ganz gut, wenn du umkreist wirst, weil du kannst hier so ein nach oben und dann schießt du irgendwie um dich herum im Kreis. Das ist gut. Ich hoffe mal, wir können jetzt auch Munition so looten. Wohin muss ich denn jetzt? Da lang. Okay, sie sind durch. Bis zur Leichenhalle sollte es sicher sein. Die Codes sind an der Leiche des Captains. Ich will da irgendwie durch. Aber ich habe keine Ahnung, wie ich sneake. Das ist das Problem. Das ist halt echt, ich probiere die einmal aus, die Waffe, dann switchen wir aber wieder, weil die würde ich dann erst nehmen, wenn wir umzingelt werden, also wenn viele Gegner auf uns kommen. Dann ist das, glaube ich, eine gute Waffe. Aber so einzelne Gegner ist das Plasmagewehr dann doch eine bessere Choice. Yo! Okay, wir wechseln. Heftige Waffe. War das jetzt gerade die Munition für unsere neue Waffe? Ich glaube schon. Ich glaube ja. Ich bin mir nicht sicher. Nachladen. Jo, die Waffe hat's in sich. Das ist verschlossen. Kriegen wir auch nicht auf. Da ist irgend so eine komische Sülze. Oh. Plasma-Energie. Ja, Plasma-Energie ist ja für unsere, sag ich mal, als Single-Target-Waffe. Eine Plasma-Cutter. Kredenz. Plasma-Energie. Was ist das? Ach, ist das das Stromteil? Das ist so ein Stromding, ne? Ja. Ich weiß nur noch nicht, wohin damit.
Also von da sind wir gekommen. Sauerstoffstation. Ui, Schränke zum Looten. Ah, Impulsprojektile. Also, die Impulsprojektile kann man erst dann looten anscheinend, sobald man die Waffe auch freigeschaltet hat. Also, gekauft hat. Ich frage mich, was würde jetzt passieren, wenn wir den Plasmakutter, wenn es überhaupt möglich ist, aber da steht ja auch der Preis, wenn wir den verkaufen würden. Würden wir dann überhaupt noch Plasma-Munition bekommen? Das ist so eine Frage, ne? Vielleicht bekommen wir dann nur noch von der anderen Waffe Munition. Aber ich probiere das jetzt auch nicht aus. Ach, ist doch schön, dass wir Abwechslung da haben, ne? Warum willst du da nicht rein? Ich schieße jetzt einfach da rein. Hä? Muss ich... Ich höre schon wieder Stimmen. Warum willst du nicht da rein? Hä? Muss ich das erst aufladen oder so? Warte mal, was sagt denn mein Miss... Ja doch, hä? Bleib drinne. Das fliegt einfach wieder raus. Okay, lasst uns einmal umgucken, weil ich mir nicht sicher bin, ob wir da wirklich weiterkommen. Hier ist aber nichts. Da ist noch was. Oder auch nicht. Die Tür ist geschlossen. Ich glaube, das ist richtig mit dem Strom, also mit der Sicherung da hinten. Mal abgesehen ist das die größte Sicherung, die ich jemals gesehen habe. Du? Da rein! So, jetzt nochmal. Ah, jetzt hat's geklappt. Schnell durch da, bevor die wieder rausfliegt. Wo? Der ist hier um die Ecke gelaufen. Wow! Zuerst der Kleine, zuerst der Kleine. Von dem Kleinen habe ich ein bisschen mehr Schiss, ehrlich gesagt, weil wenn der uns packt, müssen wir den erstmal irgendwie loswerden und währenddessen kann uns der andere angreifen. Oh, schon wieder ein Energieknoten. Hat sich beim letzten Mal gelohnt? Weil, wenn wir überlegen, wir haben ganz viel Plasma. Hat sich's gelohnt? Eigentlich nicht. Auch von der Kohle her. Weil ich glaube nicht, dass wir 10.000... Ja doch, ich weiß nicht, ich mach's einfach mal. Vorher gucken wir, ob es nicht dann doch noch einen alternativen Weg gibt. Dich habe ich gehört. Ich glaube, das wäre ein Spiel, das würde dem Momo auch gut gefallen. Also Mo, falls du mich hörst. Das gefällt dir, oder? Auf dem Boden bleiben. Okay, wir kommen nicht alternativ da rein. Ich gebe... Wir dürfen auch nicht reingucken. Ja, gut. Dann poker ich jetzt einfach mal. Also, wir haben Impulsprojektile. Plasmaenergie. Oh, Strahlmunition. Ja, okay, ich glaube, es lohnt sich, Upgrades dafür auszugeben, solche Türen aufzumachen. Ja, und nochmal 1200 Credits, das lohnt sich. Und sowieso mache ich das, da bin ich zu neugierig für. Weil wer weiß, was in so einem Raum versteckt ist, ne? Das könnte eine Niete sein, aber auch ein gewinnlos. Und in dem Fall war es jetzt ein gewinnlos. Und das andere Mal
Das war eher so ausgeglichen. Ich meine, die Items, die, also die Objekte, die wir gefunden haben, waren im Endeffekt 10.000 wieder wert oder so. Mehr oder weniger. Yo. Könnte auch mal rumgeputzt werden einmal. Da laufen sie wieder durch die Schächte. Hallo? Kann mich jemand hören? Mein Name ist Aline Fisk. Ich bin gerade hier aufgewacht und alle anderen waren weg. Ich weiß nicht, was vor sich geht. Warum sind alle gegangen? Ich werde sie jetzt suchen gehen. Wenn Sie sie hören können, dann kommen Sie bitte her. Ich höre ein Tassen im Innern der Wände. Hallo? Wer ist da? Sind Sie Arzt? Warum sind alle... So nicht. Ganz einfach, so nicht. Einfach hier von beiden Seiten angreifen. So, direkt wieder voll. Alles, Plasma Energie, sehr schön. Einfach zu der kleinen Minigun gewechselt und alle zersammelt. Puh. Also die Weapons, also die Waffenauswahl, die wir haben hier, gefallen mir. Also das ist so Single Target, wenn alles so ein bisschen ruhig ist und du wirst einzeln von Gegnern mal angegriffen, nimmst du einfach die Waffe. Hast ein paar Probleme, nimmst du das Ding hier. Wäre jetzt hinter mir auch noch mal einer gewesen, dann hätte ich diesen Special-Angriff eingesetzt, der einmal rumherum angreift, falls die einen zu nahe kommen. Credits. Oh, Neugeborene. Okay, Credits. Und noch mehr Loot. Und Sauerstoffstation. Ja, Sauerstoffstation ist ja... Ich weiß gar nicht, warum hier eine Sauerstoffstation ist und vorhin auch in diesem einen Raum, weil... Die sind doch jetzt einfach nicht so da, oder? Sun is gone when the nothing shines.